Tag Nummer 20. Dann will ich euch auch nicht auf die Folter spannen allzu lange. Heute geht's, ja, Teil 2. Auch wieder drei dieser Kingpin-Schrauben und zwei Propeller gibt's hier, zwei dieser Schrauben und die beiden Propeller. Diesmal geht es eine Etage höher. Diesmal gehen wir hier ran. Hier an das obere Teil kommen die beiden Teile drauf. Im Prinzip das gleiche wie gestern. Wir gucken mal, also ich sehe es jetzt hier auch, ne? Die Schrauben, also die Bohrung unten ist schon ziemlich klein. Also wenn man die nicht genau trifft, also die Bohrung hier unten, die ist ziemlich klein. Also wenn ich von oben jetzt hier mit der dicken Schraube reingehe, kann es doch sein, ja, dass ich keinen richtigen Ansatz finde. Das heißt also, ich versuche jetzt zu schrauben und kann nicht so richtig ein Gewinde schneiden. Also es kann durchaus passieren. Hier ist ja auch nicht wirklich ein Ansatz. Deswegen macht sich das vielleicht ganz gut, wenn man hier die etwas längere Ersatzschraube nimmt und von hier oben da reinschraubt. Praktisch um dieses Loch, was hier ist, schon so ein bisschen vorzuschneiden, kleines Gewinde. So geht auch relativ easy, bin schon durch. Und das am besten auf beiden Seiten. Also sprich, kommen ja beide Propeller dran, also brauche ich es auf der anderen Seite auch. Mache ich auch. Und ich hoffe, dass es dann etwas besser geht, also etwas leichtgängiger, nicht wie gestern. Es hat ja nun doch ein bisschen gedauert, die Propeller da festzuziehen. Vielleicht hilft es ja. So, jetzt habe ich hier die Schraube auch drin gehabt. Hier ist ein bisschen weniger Platz, weil der Flügel da ein bisschen hin und her wackelt. So, Schraube raus. Kann man hier die Kingpin-Schraube nochmal probieren überhaupt, ob die geht. Gerade ansetzen. So, ging jetzt relativ easy hier. So, ich zeige es euch mal. Hier habe ich die schon mal reingeschraubt. Von der anderen Seite hier kommt auch noch eine rein. Ja, die zweite quasi. Kann ich gleich machen. Dann habe ich sie schon mal drin. Ja, man sieht, das Loch ist etwas größer. Wenn man es schon mal vorbohrt, also vorschraubt mit einer Schraube. Jetzt nehme ich die und hoffe, dass das jetzt auf der Seite genauso einfach ging. Aber meistens ist ja die eine Seite gut und die andere Seite schlecht. So, jetzt ist es drin eigentlich, wenn ich jetzt hier nicht mit meiner Hand so schräg drauf gewesen wäre. Ja, wichtig ist, dass ihr das hier gerade ansetzt, die Schraube. Und das ist meistens das Problem, dass es hier nicht so schön funktioniert, wie ich mir das selber erhoffe. Deswegen ist es auch manchmal gut, wenn so ein Propeller dazwischen ist. Das Ganze einfacher macht. Und das übertrieben 4 Tage vorher. Ach, Manometer. Das ist ja immer das. So kurz vorm Ende wird es kompliziert. Ich schraube jetzt gerade nochmal die Schraube rein. Vielleicht
Vielleicht hilft mir das ja etwas weiter. Ansonsten muss ich mir einen anderen Trick einfallen lassen. Ja. Es ist hier etwas kompliziert. Wie gesagt, das sind jetzt die Propeller. Das muss natürlich jetzt hier auch passen. Und gut passen. Da ruhig, da nicht die Geduld verlieren. So, zumindest habe ich jetzt diese beiden Schraube 1 und Schraube 2 schon mal drin. Ja, was fehlt? Die Propeller müssen dazwischen. Ah. Aber zumindest habe ich es mal angesetzt gekriegt. Gewinde ist vorgebohrt oder quasi jetzt schon vorgeschnitten. Und jetzt muss ich nur noch die gleiche Position erreichen. Das heißt, ich zeige es euch erstmal hier. Ich muss das hier einsetzen, also hier dazwischen schieben. Und jetzt kommt von hier oben die Schraube durch. Gucken wir, ob das genau übereinander sitzt. Das ist schon mal die halbe Miete. Und wenn ihr das kontrolliert habt, dann die Schraube im Lot genau achsmittig, also genau Lochmitte, nach unten geschraubt. Ja, ich hoffe, das kriegt man jetzt so hin. Zumindest macht es jetzt den Eindruck, dass ich drinne bin. So. Gut. Ah, sollte sich leicht bewegen lassen, also ruhig dann drauf achten. Hier. Das sollte sich noch bewegen lassen. Also dann doch nicht zu fest anziehen, weil das ist ja wie ein Spanner. Wenn er die obere Schraube nach unten anzieht und oben hochdrückt, dann spannt der Flügel dazwischen. Also darauf achten, soll nicht fest sein, soll sich leicht bewegen lassen. So, zweite Seite. Auch darauf achten beim Einbau. Genau einen Schlitz dazwischen schieben, gucken, ob er mittig sitzt. Und dann können wir hier die Schraube von oben einsetzen und montieren. Ich hoffe, das geht jetzt hier genauso easy. Aber ich habe so das Gefühl, ja. Dachte ich schon. Puh. Meistens so, immer das letzte, immer die letzte Schraube, die zweite Schraube. Immer die mag nicht so, wie man will. So, festziehen. Wenn es perfekt passt, dann hat man. So. Naja, geht aber. Hier kann man auch nochmal probieren auf der anderen Seite. So. Wichtig ist, dass die sich etwas leicht bewegen lassen. Müssen nicht super leicht gehen, klar, wäre natürlich besser. Dadurch, dass es so eine Kingpin-Schraube ist, also so eine, ich sag Kingpin-Schraube, die hätte hier so einen Bolzen. Und genau der Bolzen bestimmt den Abstand. Also es geht gar nicht näher zusammenzupressen. Also irgendwann liegt es auf dem Bolzen auf und dann bleibt ein bestimmter Spalt vorhanden. Und dann sollte sich das eigentlich noch bewegen lassen. So, damit bin ich jetzt mit Türchen Nummer 20 fertig. Thank you.